1954 war er der jüngste der legendären Weltmeisterelf. Jetzt ist Horst Eckel 85 Jahre alt geworden. Zu seiner Geburtstagsfeier kam alles, was bei Eckels Verein, dem 1. FC Kaiserslautern, Rang und Namen hat und hatte. Klose, Rehagel und Co. voll des Lobes und der Bewunderung. Der ist der bescheidene Horst Eckel geblieben, der er eigentlich immer war. Und aber als Mannschaftsspieler war er großartig. Ich glaube, diese Menschlichkeit. Ja. Also er hat immer wieder das betont, wie wichtig es ist, dieser Zusammenhalt in der Mannschaft, diese Menschlichkeit. Diese Freundschaft innerhalb der Mannschaft, das wird ja heutzutage ist es immer schwieriger, ja, weil jeder so ein bisschen selbst sein Ding macht. Aber daraufhin hat er wirklich sehr gepocht. Ich habe die 54er ja erlebt als junger Mann. Das waren ja die Helden meiner Jugend. Ne? Und die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern verfügte damals ja über 5 Spieler, die in der Nationalmannschaft spielten. Und ich später, als ich hierher kam, konnte ich die Leute kennenlernen und sind dann später auch meine Freunde geworden. Doch nicht nur bei den FCK-Legenden ist Eckel noch immer gefragt, auch bei den ganz Jungen. Ja, das ist doch eine schöne Sache, wenn heute noch junge Leute kommen oder Schüler von mir kommen und sagen, wisst ihr noch, ich bin der und der. Ja, das ist für mich eine ganz tolle Sache. Und das macht mich auch ein bisschen stolz. Sportlich wünscht sich Eckel vor allem, endlich wieder große Spiele am Betzenberg zu sehen. Erste Liga, am liebsten gegen die Bayern. Aber trotz der Talfahrt des FCK, Eckel verklärt die Vergangenheit nicht. Bei uns, so in meiner Zeit, war das was Wunderbares. Heute ist das halt nicht mehr ganz so. Aber ich kann nur sagen, wenn ich heute spielen würde, würde mir es genauso viel Spaß machen, wie das früher war. Auch mit 85 Jahren verfolgt er noch jedes Heimspiel seiner Lauterer im Fritz-Walter-Stadion. Seiner Frau Hannelore und sich selbst wünscht er noch ein paar schöne Jahre und Gesundheit.